Ihr wisst, sie zog dem Jüngling, den sie liebt, entgegen, sie, die fortan keinen Namen nennt. In der Verwirrung ihrer jungen Sinne, den Wunsch, den Glühenden, ihn zu besitzen. Mit allen Schrecknissen der Waffen rüstend, von Hunden rings um Holz und Elefanten kamen sie daher, den Bogen in der Hand. Der Krieg, der unter Bürger rast, wenn er, die blutumtriebste graue Gestalt, einher mit weiten Schritten des Entsetzens geht, die Fackel über blühende Städte schwingt, er sieht so wild und scheut sich nicht als sie. Achilleus, der wie man im Heer versichert, sie bloß ins Feld gerufen, um freiwillig im Kampf der junge Tor ihr zu erliegen. Denn er auch, oh wie mächtig sind die Götter, er liebte sie. Gerührt von ihrer Jugend zu Dianas Tempel folgen wollte er ihr. Er naht sich ihr voll süßer Ahnung und lässt die Freundin hinter sich zurück. Doch jetzt, da sie mit solchen Gräulnissen auf ihn herangeht, ihn, der nur zum Schein mit einem spießig Argus ausgerüstet, stutzt er und dreht den schlanken Hals und horcht und eilt entsetzt und stutzt und eilt wieder, gleich einem jungen Reh, das im Geklüft fern das Gebrüll des grimmen Leuen vernimmt. Er ruft, heute soll! Mit bekämpfter Stimme und sieht sich schüchtern um und ruft Tydide und will zurück noch zu den Freunden fliegen, doch steht von einer Schar schon abgeschnitten und hebt die Hände empor und duckt und birgt in eine Fichte sich, der Unglückselige, die schwer mit dunklen Zeigen niederhangt. Inzwischen schritt die Königin heran, die Don hinter ihr, Gebirg und Wald hoch her, gleich einem Jäger überschauend. Und da er eben die Gezweige öffnet, zu ihren Füßen niedersinken will. Ha! Sein Gewalt verrät sie nicht, ruft sie und spannt mit Kraft der Rasenden sogleich den Bogen an, dass sich die Enden küssen und hebt den Bogen auf und zielt und schießt und jagt den Pfeil ihm durch den Hals. Er stürzt. Ein Siegesschrei geht Rom Volk empor. Es gleichwohl lebt der Ärmste noch den Menschen. Den Pfeil, den weit vorrangenden im Nacken, hebt er sich röchelnd auf und überschlägt sich und hebt sich wiederum und will entfliehen. Doch hält schon durch die Tigris, Herzlede, Herzfix, Melabus, Dunkel, Herzigerum und stürzt mit der ganzen Meute Odiana sich über ihn und reißt ihn beim Helmbusch gleich einer hündenden Hunden beigesenkt. Der greift die Brust, dieser greift den Nacken, das von dem Pfeil der Boden bebt ihn nieder. Er, in dem Purpur seines Bluts sich wälzend, rührt ihre sanfte Wange an und ruft, Penthesilea, meine Braut, was tust du? Ist dies das Rosenfest, das du versprachst? Doch sie, die Löwin, hätte ihn gehört, die Hungrige, die wild nach Raub umher auf öden Schläge fehlenden Heulen treibt. Sie schlägt, die Rüstung ihm vom Leib reißend, den Zahn schlägt sie in seine weiße Brust. Sie und die Hunde, die wetteifernden, Orxus und Phinx, den Zahn in seine rechte und seine linke, sie. Als ich erschien, troff Blut von Mund und Händen ihr herab. Vernahmt ihr mich, ihr Frauen, woran so redet? Und gebt ein Zeichen eures Lebens mir! Warum sagen sie, dass sie die Erde küssen, über die ich gegangen bin? Man sollte mich erschlagen. Ich bin zu Tode erschöpft. Ruhe. Endlich Ruhe. Ich bin die Möwe. Unsinn. Ich bin Schauspielerin. Er ist also auch da. Ja. Er hat nicht an meine Karriere geglaubt. Hat immer nur gespottet über meine Liebe zum Theater. Und allmählich begann auch ich an mir zu zweifeln. Ich habe das Selbstvertrauen verloren. Die Liebe zu ihm hat mich fast umgebracht. Diese Eifersucht. Dazu kam die ständige Angst um das Kind. Ich wurde unsicher, kleinlich. Ich stand auf der Bühne
und habe nicht mehr begriffen, was ich spielte, was tun mit meinen Händen, wie ich gehen und sprechen sollte. Sie können sich diesen Zustand nicht vorstellen, wenn man weiß, dass man schlecht ist. Ich bin die Möwe. Unsinn. Wissen Sie noch, wie Sie die Möwe geschossen haben? Eines Tages kommt ein Mann, sieht sie und bringt sie um. Aus lauter Überdruss. Ein Motiv für eine kleine Erzählung. Unsinn. Wo war ich? Ich rede vom Theater. Ja. Heute war das anders. Heute bin ich eine echte Schauspielerin. Das Theater macht mir Spaß. Ich stehe wie im Rausch auf der Bühne und ich fühle mich schön. Und hier gehe ich spazieren und spüre, dass ich von Tag zu Tag stärker werde. Ich habe begriffen, Kostja, was das Wichtigste an unserer Arbeit ist. Ob wir Theater spielen oder schreiben. Nicht die Berühmtheit, von der ich geträumt habe, sondern die Fähigkeit, nicht aufzugeben und der Glaube an sich selbst. Dann tut es nicht mehr so weh. Und wenn ich an meinen Beruf denke, habe ich keine Angst mehr vor dem Leben. Ich muss gehen. Adieu. Wenn ich berühmt bin, kommen Sie in eine Vorstellung. Versprochen. Jetzt muss ich gehen. Ich bin zu Tode erschöpft. Ich habe mich kaum mit den Beinen halten. Ich habe Hunger. Nein, nein, nicht mitkommen. Ich bin allein zurück. Mein Wagen steht ganz in der Nähe. Er ist also mit ihr da? Ja. Ja. Ist ja egal. Ein Motiv für eine kleine Erzählung. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn bis zum Wahnsinn, bis zur Verzweiflung. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie kein Wort über mich. Früher war es so schön, Kostja. Wissen Sie noch? Das Leben war hell, warm, fröhlich, unschuldig. Unsere Gefühle waren zart wie frische Blumen. Wissen Sie noch? Hallo, ich bin Inea Alt. Ich bin 18 Jahre alt. Und ich will Schauspielerin werden. Das ist mein Traumberuf, seitdem ich 6 bin. Da hat sich seitdem nichts geändert. Ich wollte, glaube ich, davor Prinzessin werden. Und dann hat sich das aber schlagartig mit 6 geändert. Und seitdem möchte ich unbedingt Schauspielerin werden. Ich habe ein bisschen Dreherfahrung. Also ich bin, seitdem ich 10 bin, in der Agentur. Und mache immer so 1-2 Projekte jedes Jahr. Ich habe dieses Jahr, also letztes Jahr, 5 gemacht und drehen macht mir auch super viel Spaß. Ich bin da seit klein auf irgendwie voll in dieser Bubble drin aufgehoben und es ist mega schön, aber ich merke einfach, ich muss noch wahnsinnig viel lernen. Ich brauche eine Ausbildung. Es gibt so viel, was ich wissen will und was ich machen möchte und irgendjemand muss mir das beibringen. Ich kann nicht einfach alleine das alles machen und ich will so viel lernen, ich will so viel über diesen Job, ich will alle Informationen, die es irgendwie gibt, eigentlich in mir aufsaugen und so viel mit mir üben und so viel spielen. Und weil ich habe da wirklich so eine Lust dran. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, es gehört irgendwie fast schon zu mir. Und ich will unbedingt auf einer Bühne stehen, weil es was ganz anderes ist als Film. Ich möchte Theater spielen.
Und ich habe das gemerkt, als ich meine 5. PK gemacht habe, im Abitur, also es war wirklich erst 12. Klasse, es war vor einem Jahr, dass ich wirklich gemerkt habe, ey, ich muss auf eine Bühne, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist. Also ich stand da oben und auf einmal, also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es war wirklich, als wäre mich irgendwas durchfahren. In dem Moment, es war einfach, es war super elektrisierend und alles andere um mich herum war weg. Und ich stand wirklich auf dieser Bühne, dieser Spot war so dieses heiße Scheinwerferlicht. Und alles andere war weg und es ist so eine Energie, die mich durchfahren hat. Und danach war ich direkt so, ich muss das wieder machen. Ich muss wieder mich so fühlen. Und deswegen, ich möchte unbedingt auf einer Bühne stehen. Ich möchte Theaterschauspielerin werden. Und deswegen bewerbe ich mich.